Dieses Video endet heute mal wieder, sobald wir unsere 10 Terra-Stücke zusammen haben. Das bedeutet, wir öffnen so lange Obsidian-Flammenbooster, bis wir entweder 10 Psycho-Pokémon oder 10 Psycho-Energien zusammen haben. Und dann beginnen wir auch schon mit dem ersten Booster, welches wir natürlich heute unserem Hohenweisel mit dem Terra-Typ Geist zu verdanken haben. Und ja, so viele Terra-Pokémon haben wir dann auch schon bald gar nicht mehr, glaube ich. Zumindest fallen mir jetzt gerade nicht mehr so viele ein. Ich glaube, wir haben noch Schlaraffel. Oh mein Gott. Jedes Mal, wenn ich diese Karte sehe, denke ich, wir haben hier irgendwie englische Booster mit einem hangenden Iskala, aber nein. Es ist natürlich ein deutsches Iskala. So, dann haben wir Tentagra, ein Hunduster, ein Blip. Vielleicht ziehen wir sogar... Oh, Leute, ich muss mal drauf achten. Ne? Wir haben echt viele Unlicht-Pokémon jetzt hier schon, was ich ja beim ersten Mal oder beim einen Mal schon eigentlich verneint habe. So, dann haben wir schon mal unser erstes Psycho-Pokémon. Oh, da ist eine Chase-Karte von mir. Oh mein Gott, wir haben das Delfinator. Ich... liebe diesen Dude und mit einem Delfinator sogar noch dahinter. Oh mein Gott. Ich raste hier schon wieder beim allerersten Pack komplett aus. Das ist super, super geil. Ich liebe dieses Delfinator Special Illustration Art. Oh mein Gott, das ist auch so eine geile Karte. Leute, ich habe es beim letzten Mal sogar noch gesagt. Ich überlege mir ein Delfinator Deck zu bauen. Und ich glaube, das ist, sollte die Bestätigung sein. Mit dem Düsenhieb und dem Gerechtigkeitskick, wenn das Pokémon gerade reingeswitcht ist oder ne, diese Runde reingeswitcht ist, macht es diesen Schaden ansonsten halt nicht. Und es passt halt wirklich zu der Fähigkeit. Oh mein Gott, sehr, sehr cool. Und wir müssen natürlich auf die Psycho-Pokémon achten. Also, ne, Psycho, Geist, Feen, es ist ja hier alles zusammengefasst. Bei den Kampf- und Psycho-Sachen ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber wir haben Terra-Typ Geist Hohenweisel, deswegen achten wir natürlich auf die, also sammeln wir natürlich Geist-Terra-Stücke, aber es sind natürlich ja alles Psycho-Pokémon und so weiter, Leute, ihr wisst doch, was ich meine. So, wir haben Reverse Arboretos, wir haben ein Reverse Mangospector und ein Holo Darkrai und da haben wir noch die Psycho-Energy. Okay, also bei ne, Terra-Typ, bei Elektro, also bei Despotar, bei dem letzten Terra-Opening, nenne ich es jetzt einfach mal so, ist es natürlich ein passender und kurzknackiger Begriff. Ja, müssen wir uns natürlich immer auf die Menge des Typs orientieren. Also es kann natürlich nach 3-4 Boostern schon vorbei sein, was wir natürlich nicht hoffen, aber es kann natürlich auch schon... sehr, sehr lange dauern. Und bisher sind wir schon bei 3 Terra-Stücken, die wir gesammelt haben. Oh, ein wunderschönes Psyana. Psychoansturm und mentale Blockade. Das ist schon mal unsere Nummer 4. Tatsächlich schon. Oh mein Gott, okay. Ja, wie gesagt, Elektro war natürlich massiv weniger. Absol X. Okay, ich habe gerade so ein bisschen an Glurak gedacht. Deswegen bin ich schon vorweg so ein bisschen mehr ausgerastet. Ja, entschuldigt meinen sehr hohen Schrei gerade. Ich habe gerade gedacht, wir ziehen hier Glurak. Ah, dieses Unlicht triggert aber auch echt hart, ne? Dieses Unlicht triggert aber auch echt hart, muss man sagen. So, ich muss gerade nochmal gucken. Also, wir haben jetzt schon 5 an der Zahl. Leute, da... ja, wir haben jetzt schon 6 an der Zahl. Leute, das kann jetzt natürlich wieder schnell gehen. Oh mein Gott. Wie gesagt, Psycho-Pokémon sind hier extrem mehr drin. Also... oh, wow. Oh, wow. Ich habe, wie gesagt, vorher extra nochmal reingeguckt. Okay. Okay. Wir wollen natürlich jetzt erstmal noch kein Psycho kommen. Wir wollen noch ein bisschen mehr öffnen. Leute. No. No. Dieses Pack hat uns 4 komplette Sachen reingeböllert, ne? Oh, mein Gott. Okay, das hat jetzt natürlich... das hat massiv wehgetan, dieses Package gerade. Also wir haben auf jeden Fall mehr Psycho-Geist-Mons als Elektromons in diesem Set, wie ich gerade schon x-mal versucht habe zu erklären. Aber Leute, um nochmal auf meine Frage für dieses Video zu kommen. Welchen Terra-Typ hättet ihr auf Hohenweisel am ehesten gesehen? Oder welchen Terra-Typ seht ihr am ehesten auf Hohenweisel? Ne? Ob optisch oder ob spielerisch oder hier als Karte. Das würde mich nochmal interessieren, Leute. So, wir hoffen jetzt einfach mal, dass hier kein Psychomon drin ist.
Weil dann wäre das Video tatsächlich schon vorbei. Okay, Pipi, du hast uns gerade einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Aber Leute, ja, das tut mir natürlich leid. Ja! Ja! Oh mein Gott, und da baller ich schon die Kamera einmal komplett weg. Oh mein Gott, no way. No way. Oh mein Gott. In diesem Display schlummert echt noch das Kubuin. Alt Art. Special Illustration Rare. Oh mein Gott, Lord. Wir haben hier gerade zwei echte Böllerkarten nochmal aus diesem Display rausgezogen, ne? Und nein, es ist kein komischer Effekt hier von der Kamera, sondern es sind wirklich die Texturen dieser Karte, die ja so ein bisschen ja, wellenförmig durchs Bild laufen. Oh mein Gott, ich habe noch nicht ein Kubuin Exi aus diesem Set gezogen und das ist die erste Kubuin-Karte und direkt die Special Alt Art, welche eine der, ich glaube mittlerweile Top 10 Karten ist. Wie sie preislich momentan liegt, kann ich euch nicht ganz genau sagen. Alter, okay, also Pipi hat uns das letzte Pack beschert, aber ich glaube nochmal ein richtig krasses Pack zum Ende hin. Leute, ich würde sagen, richtig krass von euch wäre es definitiv noch, wenn ihr ein Like und ein Abo dalassen würdet und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen und ja, haut rein. Macht's gut. Ciao.